Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider und wir befreien jetzt mal Alex. Aha, okay. Zack. Jawohl. Beeindruckt. Dann mal raus. Tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr. Ihr Drecksäcke. Was machst du denn? Du bringst uns doch um. Ich komm hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Junge, lass das. Die alle sind fliehen auf uns. Nein, vergiss es. Jetzt. Ihr Drecksäcke. Alex! Scheiße, jetzt haben wir auch noch Alex verloren. Alter, den werde ich so die Fresse polieren. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Es darf niemand mehr sterben. Alter, wenn wir diesen Messias endlich gefunden haben, den werden wir so dermaßen den Sack rasieren. So ein Drecksack. Unglaublich. Wow. Bitte was? Ihr wisst, dass das nicht geplant war. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Na? Och komm. Jetzt komm aber, jetzt geht's mir. Ey. Einfach so. Anfängerfehler. Nerv. Scheiße. Wo ist eigentlich die Sonne hin? War nicht vorhin noch Sonnenuntergang? Jetzt ist weg. Maus? Och, komm jetzt! Was soll das? So einfache Stelle und ich komme nicht rüber. Nerv! Das passiert mir aber auch nur beim Aufnehmen. Nur beim Aufnehmen. Wenn ich alleine spiele, ich schaffe das. Aber kaum nehme ich auf, da fail ich nur noch. Wiederum macht das aber auch Spaß. Euch jedenfalls. Ach, ich hasse euch.
So. Dankeschön. So. Genau. Nein. Och, ey. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich das nur beim Aufnehmen mache? Kann man da hoch? Nee, kann man nicht. Schade. So, jetzt ganz in Ruhe. Mann. Danke. Nerv. Und zack, durch ist der Boden. Da haben wir schon ganz schön viele von gefunden. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Ich habe die dumme Befürchtung, dass wir da jetzt auch hingehen. Wo hat die bitte das Buch jetzt hingesteckt? Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ich will jetzt gar nicht wissen, wo die das Buch hingesteckt hat. Vor allem auch noch so Bibel. So Bibeldick. Keiner da. Hat doch was geleuchtet. Ja, sag ich doch. Nehmen wir mit. Bunga on the Clip. Oh, da müssen wir lang. Damit ich hier unten bleiben können. So, durch geht's. Futsch ist es. Hier haben wir auch noch was. Geprägt im Jahr Meiji 6. Ach du Scheiße. Also 1873. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Ja. Ich warte immer, bis das Zeichen da ist. Ach, verdammt. Aber warum soll ich denn E drücken? Hä? Ah, da können wir wahrscheinlich eh nicht lang. Warum sollte ich denn E drücken? Da kommen wir doch eh nirgendwo hin. Ah, okay. Gehen wir mal hier zurück.
dich. Strand mit Schiffswrack. Ist nur ein bisschen Bergungsgut, wa? Ja, ist nicht mehr. Oh, da geht's doch da so hoch. Keine Diskussion. Packt eure Sachen zusammen. Aufbruch in 10. Der Ort ist eine scheiß Todeshalle. Vielleicht das perfekte Versteck für ein paar Zack. Ha, der hat direkt in meine Richtung geguckt und mich nicht gesehen. Gay. Ist da irgendwo Sprengstoff? So geht's auch. Ah. So, haben wir eines von Laros Tagebüchern? Nö. Gott. Dann geh mal. Springen und immer noch irgendwo was hängen. Nein. Ah, wie war das? Stürme gehen los. Da war ein Blitz auf dem offenen Wasser. Leute, ich habe das Werkzeug. Leider Alex nicht mehr. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Ich mag den irgendwie. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Genius. Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Diese behinderte Schlampe von Reyes. Können wir mit der reden? Und? Hast du, was du brauchst? Ja. Sobald dieses Teil repariert ist, müssen wir nur noch die Ventile reinigen. Sam hat viel durchgemacht. Deshalb passe ich etwas auf sie auf. Sie muss etwas schlafen. Dann schlaf mal schön. So, er gammelt darum. Und wir gammeln mal nach da oben. Oder nach da unten.
Die will einfach ohne uns fahren. Was ist das für eine, ey? Aufmachen bitte. So, und damit tätigen wir mal den Hebel in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider in Folge 41. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken, je nachdem. Der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?